Also die Tour ist wunderschön, führt uns durch viele Städte Deutschlands, aber ist natürlich auch anstrengend. Es sind 14 Konzerte. Es geht quer durch Deutschland. Es startet in Hannover, also im Hannover Raum. Wir proben zuerst in Berlin, dann geht es nach Springe, nach Celle. Ich hoffe, ich habe alle Daten ordentlich im Kopf. Dann fahren wir in den süddeutschen Raum, Regensburg, Ingolstadt, Pullach, Bad Aibling, Dachau. Dann geht es wieder in den Frankfurter Raum, Wetzlar, Marburg, dann eben diesen Tag Pause. Im Kölner Raum sind wir in Neuss, in Bocholt, dann geht es hinunter Stuttgart, Sonthofen und Nürtingen. Und dann geht es nach Hause, nach Graz. Freue ich mich auch, aber im Moment freue ich mich total, auf der Tour zu sein, weil es ist irrsinnig spannend. Es ist fantastisch, mit dem D'Angelo zusammenzuarbeiten. Der ist ein fantastischer Cellist, auch ein fantastischer Mensch. Sehr lustig, sehr humorvoll und sehr angenehm. Und das einzige Anstrengende sind einfach immer die Proben, der Terminplan, der eingehalten werden sollte nach Möglichkeit, der sehr engmaschig sein muss, klarerweise, weil wir immer wieder in die nächste Stadt müssen. Aber bis jetzt hat es keine Probleme gegeben, Veranstalter sind reizend und alles funktioniert toll.